Tja, für Flutlicht kommen sogar richtig prominente Gäste nach Leutsch. Fortuna Düsseldorf gastiert bei der BSG Chemie Leipzig. Ein Traditionsverein unterstützt eben den anderen. Der Bundesligist spielt in den roten Trikots und einer B11, angeführt von Kapitän Oliver Fink. Die BSG von Miroslav Jagatic, wie erwartet, mit voller Kapelle im Einsatz. Und sie haben tatsächlich die erste Chance. Max Kessler aus der Distanz fordert Yannick Theissen, der sonst in der Regionalligamannschaft bei Düsseldorf im Kasten steht. Friedhelm Funkel schaut sich das Ganze erstmal auf der Pressetribüne ganz in Ruhe an. Und sieht dann, dass seine Mannschaft vernünftig aufbaut. 21 Minuten gespielt. Barkok hat das gute Auge für Usami. Der macht ein klasse Dribbling und sieht dann seinen Kapitän Oliver Fink mit dem Kopf und der Führungstreffer für Fortuna Düsseldorf. Unspektakulärer könnte er nicht sein, aber souverän eingeköpft. Fink mit 3 Bundesliga-Treffern in dieser Saison. Und noch mit 36 darfst du den da einfach nicht so alleine stehen lassen. Die mitgereisten Fortuna-Fans bis zu diesem Zeitpunkt allerbester Dinge. Und das auch zu Recht, denn Fortuna Düsseldorf bestimmt die Partie. Toglu auf Bonnemann, Riesenchance für die beiden U19-Junioren. Die Chance allerdings noch nicht geklärt. Oliver Fink versucht es aus der Distanz, aber Dominik René-Heine ist einfach nicht zu schlagen. Miroslav Jagatic immer mit einem Lächeln im Gesicht. Er hat das Fußballfest, das er haben wollte. Und Chemie kommt über Droschki und Benny Schmidt, noch abgefälscht von Marcel Sobotka. Sonst hätte Benny Schmidt sich erneut in die Chemie-Geschichtsbücher eintragen können. Der Leutscher Jung mit der Riesenchance. Chemie hört nach der Pause nicht auf. Mit viel Schwung aus der Kabine. Und Omote mit dem Abschluss. Ryotaro Omote. Riesenchance. Hätte er nur Erik Berger auf der rechten Seite gesehen, so hätten sie vielleicht ausgleichen können. Aber Chemie jetzt mit richtig Luft nach vorne. Stelmak mit wieder Übersicht auf Omote. Diesmal macht er es besser, trifft allerdings nur den Pfosten. Es ist unfassbar, was Chemie jetzt für Chancen liegen lässt. Die Fortuna auf dem Silbertablett serviert. Die Stimmung im AKS weiterhin grandios. Eckball von der rechten Seite geht auf Sascha Rode, Lattenkreuz. Auch der eingewechselte Innenverteidiger kann sich nicht in die Torschützenliste eintragen. Buri nochmal mit dem Ball. Und Kessler kann seine Leistung krönen, aber der geht über das Tor. Miroslav Jagatic merkt jetzt, ey, da geht was gegen den Bundesligisten. Ein Tor wäre so grandios. Opolka mit der super Übersicht auf Alex Buri. Gegen Bormuth. Alex Buri mit dem Ausgleich in der 89. Minute. Natürlich ist es der Ausnahmekönner Alex Buri. Absolut grandiose Geschichte und er weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Klasse Ball von Niklas Opolka und dann macht er es geschickt, legt sich den Ball vor, hat alle Zeit der Welt und guckt sich Yannick Theissen aus. In Leutsch geht ein Licht auf. Und Cirilas Albert, der pfeift gar nicht mehr an. Chemie Leipzig erkämpft sich einen Punkt im Benefizspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Das Spiel für die gute Sache ist ein Unterfangen, das allen Beteiligten richtig viel Spaß gemacht hat. Na klar, war das eine schöne Sache, auch für uns alle, eben auch für die Mannschaft und für die Fans. Aber im Großen und Ganzen ging es ja für eine gute Sache, für unser Flutlicht. Ja, und dementsprechend haben wir das als ganz großes Fest gesehen und ja, hat heute auch Spaß gemacht, ein 1-1 und im Großen und Ganzen, wie gesagt, war das ein schönes Fußballfest. Und direkt nach dem Spiel, schöner könnte es nicht sein, geht mit der Sonne noch einmal symbolisch ein neues Licht am Leutscher Himmel auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.